So, heute möchte ich euch mal einen oder meinen Server zeigen. Da ist zurzeit nicht viel los. Es gibt nämlich so viele Leute, die gerne PvE spielen. Wobei der Server nicht nur PvE ist, sondern auch PvP bei allen Monumenten. Ausgenommen die Leuchttürme. Und werden wir gleich sehen, da vorne kommt sowas. Die Wasserquellen. Da ist so eine Wasserquelle, wo man sich auch mit Wasser versorgen kann. Die habe ich auf PvE gelassen, eben um ja, größere Probleme zu verhindern, wenn Leute sich versorgen wollen. Also ihr könnt hier sammeln, der Server ist Stackgröße mal 3, alle Ressourcen sind mal 2, also auch die Kisten, der Loot aus den Kisten, der Scrap. Ihr könnt natürlich bauen, wo ihr wollt, ganz klar. Und ihr habt den Vorteil, ihr könnt nicht geredet werden. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Man kann nicht reden. Einige habe ich schon gebannt, als die trotzdem probiert haben und hier an die Bauwerke einen Haufen unsinniges Zeug dran gebaut haben. Aber die sind vorher auch schon gegangen. Ich denke, die haben es einfach probiert, weil sie nicht kapiert haben, was PvE bedeutet. Also alle Monumente, die ihr hier seht, hier das Kraftwerk, also Powerplant, das sind alles PvP-Gebiete. Auch die Sachen wie hier, ja gut, das ist eine Scheune, da ist sowieso PvE angesagt, aber in den Supermärkten etc. ist PvP, selbst in diesen kleinen Anlagen müsste PvP sein. Und natürlich im ganzen Umfeld, also da, wo ihr die Meldung kriegt, ihr könnt nicht bauen, weil ihr zu nahe an einem Denkmal baut, da ist auch PvP. Also für PvP-Spiel ist trotzdem viel Platz, aber man muss sich halt nicht darum kümmern, jedes Mal seine Base auf PvP-Raid-Schutz zu bringen, dass man nicht über Nacht geraidet wird. Damit wollen wir eigentlich die Offline-Raids verhindern. Dämpft zwar ein bisschen den Spielspaß, aber naja. Natürlich sind diese Stellen, wo man Erz, Schwefel oder Haku fordert, auch PvP. Ja, im Grunde alle Monumente, außer den Leuchtturmen und den Quellen, sind PvP. Es gibt auch einige Anpassungen an den Geschäften. Da respawnen manche Dinge schneller, die man kaufen will, in den Automaten, und ja, finde ich sinnvoll. Zurzeit, glaube ich, sind 4 oder 5 Leute aktiv auf dem Server, also nicht allzu viel. Was ich noch nicht machen konnte, was ich aber machen werde, ist in der Unterwasserwelt die Haie abzustellen. Ich habe bis jetzt kein Kommando gefunden, mit dem das zuverlässig geht. Holen wir uns mal schnell eine Taucherbrille. Eine Flasche werden wir wahrscheinlich lassen, weil es sowieso sehr ruhig ist und die Leute hier keine großen Probleme haben, da das PvE ist, das ist doch nicht mein Hai. Vielleicht habe ich auch die Spawnrate aus Versehen schon mal runtergestellt, kann auch sein. Da war nämlich ein Wert auf 0, den habe ich hochgesetzt auf 1. Vielleicht hat es das bewirkt, was ich eigentlich wollte. Nämlich, dass man auch mal gefahrloser tauchen kann. Also wer gerne taucht, ist hier auch möglich. Da ist wieder so eine Quelle, ist PvE. Das seht ihr von einem Spieler, so eine kleine Base. Die Zäune machen übrigens auch kein Damage mehr unter PvE, das haben die neu eingeführt. Also selbst ich, wenn ich reinfliege, kriege keinen Schaden, normalerweise würde ich welchen kriegen. Ja, das sieht man schon hier. Ja, ja. Da sind sogar 2 Spieler.
Ist also ein Solo-Duo-Trio-Server. Und es wird hier auch Events geben, die ich in Discord ankündige. Da werde ich zum Beispiel mal einige Kisten droppen lassen in Gebieten, wo PvP herrscht. Dann können sich die Leute auch ein bisschen zocken und zoffen. Aber was mir darauf ankommt, ist, dass man friedlich miteinander spielen kann, ohne hier zu flamen, ohne hier Leute fertig zu machen oder irgendwie negativ im Spiel zu sein. Wenn ihr hier irgendwo im PvE-Gebiet liegt und schlaft, kann man euch zwar ausplündern, aber man kann euch nicht killen. Das war mir auch sehr wichtig, weil es ist nicht sonderlich tapfer, wenn man jemand killt, der schläft. Was euch natürlich killen kann, sind alle Bären, Wölfe etc. Also wenn ihr draußen liegt, habt ihr trotzdem noch ein großes Risiko. Ja, die schönen blauen Männchen hier, die machen euch natürlich auch das Leben schwer. Da ist... habe ich was gefunden. Die kommen natürlich auch zuhauf runter. Ja, brauche ich jetzt nichts von. Die spawnen nach einer gewissen Zeit. Ach ja, Bradley kommt schneller wieder. Das ist nicht eine Dreiviertelstunde, sondern ich glaube nur eine halbe Stunde Respawn-Zeit. Auch für... Ja, manche andere Sachen habe ich die Respawn-Zeit ein bisschen verringert. Ja, Tag und Nacht. Es ist mehr Tag als Nacht. Also ich habe nur 6 Minuten Nacht und die restliche Zeit ist Tag. Weil ich diese Nachtphasen immer sehr, ja, störend finde im PvE. Könnt ihr, wie gesagt, frei sammeln, ohne Gefahr zu laufen, dass euch jemand von hinten sneakt. Außer ihr geht natürlich mit Ölfässern zu den Stellen, wo ihr schnell, wie hier, Stein kriegt, also die Stein, ja genau, der Steinabbau, da ist natürlich PvP. Also wenn ihr das Zeug reinschmeißt, euer Öl, und abbauen lasst und außerhalb des Bereiches euch haltet, tut euch niemand was, aber die können natürlich euer Zeug klauen. Ich würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr Spieler ankommen. Ich habe also nicht vor, den Server zu löschen, auch wenn wenig los ist. Weil ich denke, dass es doch eine gute Alternative ist. Ich wollte ursprünglich ja so machen, dass ich ein Gebiet, so am besten so ein geteiltes Gebiet hier, sagen wir mal I8, J8, J9, I9, dass ich das zu einer Art friedlichen Zone mache, wo man auch bauen kann, ohne Risiko einzugehen, dass man geradet wird. Das geht leider nicht. Bisher nicht, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Kann man wieder ausziehen. Sind nicht mehr unter Wasser. Das sieht man mehr. Ja, es gibt an jedem Monument einen Recycler. Wo sie normalerweise nicht gibt, im normalen Spiel. Selbst in den Fischerdörfern sind es Recycler. Und natürlich auch, wenn man hier hinschaut, im Dom. Bisschen schwer zu erreichen, der Recycler. Er ist standardmäßig dort platziert. Doch nicht vor, das zu ändern. Wo ist er denn? Muss ich wieder suchen, wo er ist. Doch weiter oben. Was sein? Normalerweise kommt man dann nur über ein Rohr hin. Ah, das bin ich zu schnell. Da unten steht er. Ich habe ihn gefunden. Also es gibt auch im Dom und in jeder anderen Stelle, wo normalerweise in den normalen Servern nicht steht, gibt es Recycler. Finde ich auch ganz nett, wenn man überall was recyceln kann. Da muss man nicht immer so weit laufen, um im Bandicamp oder im... Ah, da ist auch noch mal einer, der mitspielt hier. Im Bandicamp oder in Vorposten zu recyceln. Ich finde es auch ganz praktisch, wenn man das mal bei den Fischerdörfern kann. Schauen wir mal schnell zu einem Fischerdorf. Am leichtesten findet ihr den Custom Server übrigens, wenn ihr BOY hoch, also ein Hochkomma, Z eingebt und ein Leerzeichen und N, dann taucht ihr auch gleich auf in der Liste. Das einzige Boys and Girls heißt das Ganze. Ja, da steht der Recycler schon. Da seht ihr ihn. Hier.
in Fischerdorf. Das hier ist mein Bootshaus und meine kleine Behausung. Ich spiele hier auch ohne mich zum Admin zu machen, beziehungsweise ohne die Fähigkeit des Admins zu nutzen, selber auf dem Server. Und hier ist auch noch was von mir. Da habe ich mal so ein paar Verkaufsstände gemacht, damit sich Newbies auch schnell Sachen kaufen können. Die muss ich auch wieder auffüllen, kontrollieren, mache ich täglich oder jeden zweiten Tag mal. Ja, da sieht man schon, was man kaufen kann. Rüstungen, Strahlungstee, so die wichtigsten Sachen halt, die man braucht. Die Keycards, ihr seht, sind relativ günstig zu kriegen. Sprit, Zahnräder. Aber man findet es auch natürlich schnell. Hier Waffen, Munition kriegt man auch relativ schnell zusammen. Ärzte, wenn man schnell abbauen will. Also es soll vor allem Spielspaß im Vordergrund stehen. Hat auch nochmal jemand gebaut. Ich dachte anfangs, es wäre schlimmer, wenn man den Server freigibt, dass viele Leute einfach nur bauen und bauen und bauen. Aber wie ihr seht, hier auch wieder einer, der schon verfällt jetzt. Ja, ich finde die Lösung momentan ganz gut. Das ist auch nochmal irgendwas, da hat jemand einen Verkaufsstand hingebaut. Also ihr seht, es bauen auch mehrere hier. Ja, Quick ist völlig egal, kann sowieso keiner einhauen. Wie gesagt, die Gebäude, die im PvE-Gebiet spielen, ja, können ja nur dort stehen. Die kann man auch nicht raiden. Da kann man zwar dran bauen und hochklettern. Und wenn man Zugang findet und offene Kisten findet, kann man die zwar plündern, rein theoretisch, aber wer so baut, dass man da reinkommt, ohne weiteres, ja gut, der provoziert es ja, dass er da mehr oder weniger geradet wird. Haben wir sonst was Besonderes zu erwähnen hier auf diesem Server? Ja, wir machen keinen Server Reset in dem Sinne, dass es einen Wipe gibt. Also No Wipe Server, auch die Blueprints. Solange es nicht nötig ist, werden wir keine Blueprint Resets erleben. Und wenn, dann kann man die Sachen ja schnell wieder erlernen und da helfe ich auch gerne bei. Es soll den Leuten, wie gesagt, Spaß machen, hier zu spielen, zu bauen, eine Community aufzubauen. Sich gegenseitig zu bekämpfen, aber ohne dann gleich wieder sich im Real Life Spinnefeind zu sein und sich gegenseitig zu beleidigen. Hier müsste auch irgendwo. Ah. Ah, da ist der Bradley. Ich schaue jeden Tag ein, zweimal über die Map, ob alles okay ist. Und ja, wenn neue auf den Server kommen, dann suche ich die auf und frage, ob sie irgendwas brauchen können für den Anfang. Aber es geht, wie gesagt, relativ schnell. Nur hier mit Steinwerkzeugen anzufangen, das muss nicht sein. Also wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da kriegt ihr von mir was Gescheites zum Abbauen. Hier oben hat auch jemand Kleines hingebaut. Also man sieht, ein bisschen Aktivität ist schon da, aber relativ wenig. Was auch von Vorteil sein kann. So. Dann liegt es an euch, ob ihr joinen wollt auf dem Server. Und ja, spielen wollt. Wie gesagt, man muss hier nicht großartig Sachen bauen, die besonders stabil sind. Die holst du recht vollkommen, die kann man auch nicht irgendwie kaputt machen. Hier ist mein kleines Bootslager, falls ich mal irgendwo rüber will zu den Bohrinseln. Jo, das war's schon für heute.